freue mich wirklich extrem, dass ich die erste Sprecherin bei Creative Mornings sein darf, weil ich glaube, es ist schon wirklich einige Jahre her, dass ich gehört habe von dieser Veranstaltung, dass sich Leute zum Frühstück treffen, um sich kreativ auszutauschen in Brooklyn. Und ich habe mir immer gedacht, oh, das wäre doch toll, wenn ich da mal hingehen könnte, einfach als Zuhörer, weil ich finde einfach, ja, Essen und Kreativität, das gehört irgendwie zusammen. Und für mich ist der Morgen einfach so, der frühe Morgen, also eine ganz spezielle und wertvolle Zeit vom Tag, weil ja, es ist alles so frisch, es ist so alles neu und Gedanken sind noch frisch. Und für mich ist es einfach die allerbeste Zeit, um wichtige Fragen zu überlegen, um neue Ideen zu spinnen oder einfach so Zeit zu finden, zum Genießen, so bevor der Alltag losbricht und alles laut wird und hektisch. Und ja, deshalb schätze ich den Morgen so unglaublich und finde es auch so toll, dass das hier jetzt in Basel auch stattfinden wird. Und ja, ich mag auch wahnsinnig gern die Stimmung am frühen Morgen. Ich mag ja, die Farbe der Natur und die Energie, die entsteht, wenn es einfach Tag wird, wenn die Sonne aufgeht. Ich war jetzt gerade 2 Wochen in der Herbstferien in Andalusien und meine Tochter war reiten am Strand jeden Tag. Ich bin dann zum Strand runter, um den Sonnenaufgang anzuschauen, zum Laufen und einfach so diese, ja, diese Farbe, dieses Licht, das da entsteht, es ist so unglaublich und es gibt so viel Kraft und Energie und es ist ja, einfach auch die Schönheit, die man morgen viel besser genießen kann. Und ja, der Morgen und das alles frisch ist auch so ein Grund, warum ich meinen Beruf so gern mag, weil es ist immer am Morgen wieder alles weg. Es ist alles, man fängt jeden Tag eigentlich bei Null an. Und ich finde es sehr schön. Manche Leute sagen immer zu mir, ja, ist das nicht schade, ihr macht so viel und es ist alles so aufwendig und dann ist einfach ganz schnell weg. Aber ich finde, es ist wahnsinnig positiv. Es muss nicht immer alles beständig sein. Und ich mag deshalb auch sehr diese Tattoos von der Gründerin von Creative Mornings, diese Tetley-Tattoos. Und der Untertitel von denen ist Who Says Forever is Better. Und ja, ich finde einfach, man sollte ganz viel auch einfach im Augenblick sein und im Augenblick genießen. Und ja, ich bin ständig natürlich auf der Suche nach neuen Sachen, nach neuen Stimmungen, auch nach Farbe, wie man hier im Film natürlich gesehen hat. Farbe bedeutet mir unglaublich viel und die Einfarbigkeit von meiner Küche, von meinem Gericht ist inzwischen so mein Markenzeichen auch geworden, weil ich finde, wenn ich ein Gericht auf eine Farbe reduziere, dann bringe ich einfach Klarheit in das Essen und man kann sich viel besser auf den Geschmack konzentrieren, als wenn ganz, ganz viele verschiedene Farben auf einem Teller wären. Man ist optisch einfach nicht abgelenkt oder verwirrt, sondern man kann es einfach ganz einfach aufnehmen. Und ich habe das angefangen vor circa 9 Jahren, als ich hier auch nach Basel gekommen bin. Und ich könnte jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr anders kochen. Also ich könnte nicht mehr irgendwie Rot, Grün und Gelb auf einen Teller bringen. Es ist einfach so, wie es mir so in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und weil ich das einfach ja, selber so wahnsinnig gern auch mag. Und es ist auch tatsächlich so, dass Zutaten und Produkte mit der gleichen Farbe auch zusammen unheimlich gut schmecken. Und unter anderem ist für mich auch diese Beschränkung mit der Farbe auch wirklich ein Mittel zur Kreativität. Also feste Grenzen gibt es da und die lassen einfach keinen Raum für Beliebigkeit, weil man kann sich vorstellen, es gibt so unendlich viele Zutaten und vor allem hier bei uns, wir haben die wunderbarsten Zutaten im Überfluss. Und wenn ich ein neues Menü kreiere, dann wird es wirklich so ins Unendliche gehen. Und durch das, dass ich mich beschränke auf eine Farbe, fällt mir das natürlich viel einfacher, ein neues Gericht zu kreieren. Und man stellt sich vor, ich mache ein neues Menü mit 12 Gänge und ich nehme dann die Hauptzutat als erstes und dann kommt ein Gemüse dazu. Auch da mische ich nicht. Ich habe immer ein Gemüse, das dann in verschiedenen Zubereitungsarten, in verschiedenen Texturen, das bestimmt dann meistens die Farbe. Und dann kommen andere Komponenten dazu, wie Säure, wie Gewürze, wie Kräuter, Sachen, die Textur und Crunch geben. Und so entsteht dann das Menü mit 12 Gängen und die Farbe ist dann auch da einfach so, ja, so mittel, irgendwie ein schönes Spiel auch mit der Dramaturgie, was zu erleben. Man ist gespannt, was für eine Farbe hat der nächste Gang. Manchmal errät man es schon anhand von der Menükarte. Und ja, es ist schön, das auch für mich alles zu beobachten, wie Gäste auch auf das reagieren, auf Farbe reagieren. Und ja, ich bin seit 9 Jahren, wie gesagt, jetzt hier in Basel und im Stucki. Ich könnte mir keinen besseren Ort für mich vorstellen, keinen besseren Ort, um kreativ zu sein, um für mich in meinem kleinen Rahmen auch Pionierarbeit zu leisten für mein Team und vielleicht auch manchmal für meine Gäste oder ja, vielleicht auch für manche Leser von der Coop-Zeitung, wo ich jede Woche ein Rezept mache und Leute sich wahnsinnig auch inspiriert fühlen. Und ja, ich finde es wirklich sehr schön zu inspirieren.
Und ich bin ja, einfach ein Mensch, der die Freude und auch die Dankbarkeit, die er hat, hier zu sein, einfach brauche, um gut schaffen zu können. Ich brauche eine gute, freundliche Atmosphäre und ja, ich bin einfach immer ganz bei mir. Ich bin immer im Hier und im Jetzt. Und wir haben es vorher ganz kurz davon gehabt, er hat gemeint, ja, es ist ja sicher, ich bin sicher nicht aufgeregt, weil ich alles schon ganz oft durchgegangen bin. Und ich muss ihm sagen, dass es leider nicht so ist, weil ich bin ganz furchtbar. Ich muss alles immer auf den letzten Drücker machen. Ich habe heute Nacht eine Stunde geschlafen, weil ich habe erst gestern angefangen, mich irgendwie vorzubereiten. Und natürlich ist das ja alles in mir irgendwie drin, aber man muss es ja doch so ein bisschen büscheln und irgendwie sich für sich selber ordnen. Und das ist eben der Nachteil, wenn man wirklich immer im Jetzt und im Hier ist. Und, und es macht aber natürlich Spaß, weil ich mache mir auch keine Sorge. Ich habe keine Furcht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich habe irgendein Grundvertrauen, das ich irgendwann mal gekriegt habe. Und ja, ich fühle mich eigentlich auch nie benachteiligt oder eben, ich sorge mich nicht. Ich mache mir keine Sorge, weil ich denke, Sorge machen ist sicher was Natürliches und in manchen Fällen auch absolut angebracht. Aber wenn man sich eigentlich, ich kenne auch Leute, die machen sich immer Sorge. Einfach, sie sorgen sich als Erstes. Und es ist immer das, was wäre, wenn, was ist, wenn das passiert und was macht man dann? Und das würde mir viel zu viel Energie rauben. Ich nehme lieber mehr Energie, um wirklich zum Überlegen, wie geht es weiter, was macht man Neues? Und ja, es macht mir einfach auch viel, viel mehr Spaß. Und um diesen Spaß geht es eigentlich bei mir immer. Weil alles, was ich entscheide und mache, das entscheide ich immer aus dem Bauch raus. Also ich habe eigentlich nie eine Strategie oder ich habe auch keinen Marketingplan, ich habe eigentlich eh keinen Plan, ich habe viel Träume, aber gar keine Pläne und ja, mir sind meine Träume eigentlich lieber und ich habe wirklich eine riesen Freude bei dem, was ich mache und das Wichtigste ist bei mir, dass ich die Freude teilen kann, dass ich die teilen kann mit meinen Gästen im Restaurant, auch mit Lesern von meinen Kochbüchern, mit einfach Leuten, die Inspirationen suchen. Aber vor allem auch mit meinen Mitarbeitern. Ich finde, das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich die Freude, die ich habe, weitergeben kann. Und mein Team ist für mich das absolut Wichtigste. Das ist der Schlüssel für meinen Erfolg, weil ohne mein Team wäre ich gar nichts, überhaupt gar niemand. Und mein Kernteam, das sind Leute, mit denen arbeite ich seit 9, 10, teilweise schon 11 Jahre zusammen. Und es ist absolut ungewöhnlich in der Gastronomie, in der Branche. Da geht jeder dann weiter nach einem Jahr, nach 2 Jahren. Und ich habe die Leute wirklich so lange um mich herum und es gibt mir natürlich eine absolute Sicherheit jeden Tag in dem, was ich mache. Und ja, auch da, ich muss mich nicht sorgen, weil ich kann mich verlassen auf all die Leute, die um mich herum sind und die mir zur Seite stehen und einfach für mich da sind. Und deshalb, das Team ist so wichtig und darum ist auch wichtig, sich um das Team zu sorgen und zum kümmern. Und ich möchte einfach so eine ganz besondere Atmosphäre schaffen und das ist eigentlich auch mein Hauptjob jeden Tag, diese Atmosphäre zum Bewahren, diese Atmosphäre zum Schützen, auf die Leute zum Gucken und wirklich auch zum Kümmern. Und ich habe natürlich, als ich jung war, ganz, ganz viele Orte geschafft, wo das Team überhaupt gar nichts wert war, wo da war das Team, es war nichts, war einfach eine Hierarchie, ein gnadenlos rauer Umgangston. Ich habe zum Beispiel in London im Claridge's geschafft, direkt nach meiner Ausbildung. Da waren 50 Köche, ich war die einzige Frau und es ist einfach den ganzen Tag geflucht worden, von morgens bis abends. Es war null Respekt vor irgendjemand und je weiter man unten war in der Hierarchie, desto weniger Respekt hat man gekriegt. Das heißt, ein Abwäscher war wirklich der Letzte und es hat nie ein Bitte oder ein Danke oder sonst was gegeben. Und das war für mich immer unglaublich abschreckend und ich habe dort auch sofort gewusst, dass wenn ich mal Chef bin, ich möchte es ganz anders machen. Und ich habe dann auch dort in der Zeit lustigerweise ganz viel erreichen können, weil ich einfach unglaublich freundlich war. Also wirklich immer absolut höflich und ich habe die Leute wirklich so mit meinen Mitteln so ein bisschen ändern können. Und es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich bin der erste Tag, bin ich dorthin gekommen und da war der Küchenchef Mr. John Williams, ein riesen Mann, 2 Meter groß. Und ich war mit ihm in einem kleinen Aufzug, man musste hoch in einer Satellitenküche irgendwas machen. Ich glaube, privates Dinner für Queen Mom oder sonst was ganz Wichtiges. Und ich war der erste Tag dort und fahre hoch im Aufzug und er sagt zu mir, if you don't get this right, I'm gonna break your legs. Und dann dachte ich, ups. Also ich bin in der Lehre auch nicht mit Samthandschuhen angefasst worden. Ganz bestimmt nicht, aber also sowas habe ich noch nie gehört. Und ich wusste auch erst nicht, ist das ernst gemeint? Aber er hat es absolut ernst gemeint. Und ja, und so war das dann. Ich habe mich dann aber wirklich da so reingefunden als in eine ganz besondere, in eine ganz spezielle Rolle. Einfach als Frau
da drin für eine andere Atmosphäre zum Suchen. Zum Suchen. Und jetzt nicht nur als Frau, sondern einfach als Mensch, der Respekt zeigt. Alle Mitarbeiter gegenüber, einfach Respekt. Und ich war anderthalb Jahre dort und nach den anderthalb Jahren habe ich dann meinem Küchenchef gesagt, ja, ich werde jetzt gehen, ich möchte nach Frankreich, ich möchte in der Provence arbeiten. Und er hat wirklich Tränen in den Augen gehabt, weil er gefunden hat, nein, ich soll doch bitte bleiben. Und es wäre so wichtig, dass man die Leute so motiviert. Und ja, ich habe ihm dann auch gesagt, er muss das eben machen, er ist ja der Chef. Und ich gehe weiter. Und ja, ich habe ganz viele von solchen Geschichten auch erlebt. Und es war mir ganz klar, wenn ich Chef bin, dann möchte ich ein anderer Chef sein. Und ja, ich denke, durch die freundliche Atmosphäre im Betrieb und beim Schaffen kann man einfach auch gutes Essen schaffen. Also ich bin überzeugt davon, dass wenn in der Küche geschrien wird und wenn wirklich ganz viele Sachen schief laufen, dann kann das Essen auch gar nie so gut sein. Es kann einen gar nicht so berühren, habe ich das Gefühl. Man merkt es, man spürt es einfach. Und das Resultat natürlich, so ein Restaurant oder jedes Unternehmen, es ist nie eine einzelne Person, weil das denken aber auch immer viele Leute. Dass sie, die sagen dann, ja, das haben sie jetzt wieder toll gemacht, alles. Und manche denken, ich mache wirklich alles. Also, man hatte mal, das war ganz lustig, eine ganz große Gesellschaft im ersten Stock bei uns. Und eine Firma hat zwei Wochen lang den ersten Stock wirklich den Saal umgebaut, hat unglaubliche Installationen gemacht mit Bildschirmen, es ist Kunststraße verlegt worden. Und es war unglaublich. Und ein Zelt auf dem Balkon mit spezieller Beleuchtung, unglaublicher Blumenschmuck. Also, das habe ich selber noch nie gesehen. Und dann ist eine ältere Dame mit einem Ende vom Abend zu mir gekommen. Ich war so hinterm Käsebuffet und hat gesagt, und sie haben das alles wieder so schön dekoriert heute Abend. Und es ist dann so manchmal, ja, dann möchte man auch nicht ganz lange erklären, dass zwei Wochen lang ungefähr 200 Leute an all dem geschafft haben. Aber es ist manchmal so ein bisschen, ja, so ich möchte gern, dass die Leute verstehen, dass da ganz, ganz, ganz viele dahinter stecken und dass sie alle mit ganz, ganz viel Herzblut schaffen. Weil die Arbeit natürlich im Restaurant ist auch körperlich unglaublich anstrengend, mental wirklich absolut wahnsinnig. Manchmal sind Stresssituationen, die fordern alles von jemandem. Und darum ist es eben auch so wichtig, sich um die Leute, um die Mitarbeiter wirklich auch zu kümmern. Und ein ganz wichtiger Aspekt vom Kümmern ist für mich auch gutes Personalessen. Und eigentlich denkt man, ja, das ist ja selbstverständlich, in einem guten Restaurant gibt es natürlich auch für die Mitarbeiter gutes Essen. Und aber das ist weit gefehlt. Also eigentlich, je besser das Restaurant ist, desto schlechter ist wirklich das Personalessen. Und für mich macht das absolut keinen Sinn, weil die Leute, die müssen ja sich auch schulen. Und auch Essen ist natürlich eine Schulung. Und wenn man feine Sachen isst, dann entwickelt man den Geschmack und man weiß, was man dann nachher auch machen muss. Und man kann ja nicht selber irgendeinen Mist essen und dann nachher die wunderbarste Sache zaubern. Ich finde, das funktioniert einfach nicht. Und darum ist das für mich extrem wichtig. Und auch, dass ich ganz oft selber für mein Team kochen kann. Auch da finde ich, das ist so auch eine Art Respekt. Einfach zum paar Stunden dastehen und alles schneiden und machen und irgendwelche feine Sachen kochen, wo ich genau weiß, das sehen sie wahnsinnig gern. Und ich habe immer so das Gefühl, ich möchte mich kümmern. Und es gibt mir auch recht, weil es kommt alles wieder zurück. Und und ich finde, das ist einfach so dieses... diese Freude, die Leute haben, wenn sie bei mir arbeiten, das ist so, ich habe mal ein ganz tolles Zitat von Oscar Wilde gelesen in The House of Beautiful, wo er sagt, the maker should be as happy as the buyer. Und das ist absolut richtig, finde ich, weil es kommt einfach zurück und es muss ein schöner Kreislauf stattfinden. Und zur Motivation gehört für mich auch immer dazu, Sachen sehr gut zu erklären, weil ich finde, zum Verstehen, warum man was macht, ist so ein wichtiger Aspekt, dass man es auch gut macht. Und auch das habe ich in meiner Laufbahn ganz oft erlebt, dass man einfach sagt, ja, mach das. Und man weiß nicht, was ist nachher das Endprodukt oder was wird danach damit gemacht. Oder man ist einfach so eine Stufe von irgendwas. Und ich finde so das richtige, wichtig, gute Erklären, das ist einfach so die Voraussetzung, dass man es nachher auch gut machen kann. Und weil ich natürlich nicht alles selber erklären kann. Ich habe inzwischen 33 Mitarbeiter, habe ich so meine Vertraute um mich. Und da vor allem ganz vorneweg mein Küchenchef, der Marco. Er ist seit fast 10 Jahren mein Küchenchef. Er war vorher schon im Stucki. Und er ist so der Mann, der alles erklären kann. Er weiß auch alles. Er ist wirklich wie ein wandelndes Lexikon. Kümmert sich um die ganze Administration, was auch wahnsinnig viel ist in der Küche. Und
macht alles, was ich nicht kann und macht auch alles, was ich auch nicht machen will. Und ich finde auch, es ist auch so wichtig, auch als Chef auch Schwäche zu zeigen und Schwäche zuzugeben. Ich sage ihm auch, du kannst das alles viel besser als ich, also mach das auch. Und das gibt dann auch so ein wirklich ein schönes, ganz ein schönes Vertrauen. Das ist so ja, einfach wichtig, finde ich. Weil ich möchte, dass die Leute, die bei mir sind, dass sie sich auch absolut entwickeln können und ihren Platz finden können. Neben mir einfach gleichberechtigt auf Augenhöhe ihren Platz haben. Weil ich glaube, ich würde mir auch schlecht vorkommen, wenn ich einfach ja, immer mehr Erfolg hätte und alle anderen irgendwo ja auch auf der Strecke bleiben würden. Und deshalb, ich habe ganz viele, die ich immer auch motiviere zum Sachen machen. Und ein ganz gutes Beispiel ist mein Patissier, der Julien. Er ist jetzt dieses Jahr Chef Patissier geworden vom Gomio. Und ich habe ihn schon immer unterstützt. Und am Anfang hatte man eine ganz schwere Zeit. Er ist so ganz ein klassischer französischer Patissier eigentlich, so von Grund auf. Und hat natürlich auch sehr klassische Patisserie gemacht. Und dann bin ich gekommen mit meiner Farbe und Gewürze und Aroma. Und habe ihn dann gefragt, ob er nicht mal ein Gemüsedessert machen möchte. Und ja, ich glaube, er fand mich wirklich richtig blöd am Anfang. Und ich, es ging dann wirklich auch so weit, dass er gesagt hat, ja, er glaubt, er sucht sich einen anderen Job. Er möchte einfach klassisch seine Patisserie machen, wie in Frankreich. Also bezeichnenderweise, er schafft schon seit 14 Jahren in Basel und spricht kein Wort Deutsch. Also er ist wirklich einfach, er ist einfach Franzose und möchte es einfach so unangetastet bleiben. Und wir haben dann wirklich zwei harte Jahre gehabt, weil ich hatte mein Menü immer mit meinen Grundsätzen, Aroma und Farbe und runde Formen. Ich mag eigentlich keine eckige Form, ich mag immer alles, wenn es rund ist. Und er fand alles wirklich immer sehr fragwürdig. Und hat dann gesagt, ja, er geht. Und dann hatten wir ein ganz tolles Gespräch. Ich erinnere mich immer wieder gerne an das Gespräch. Als er mir gesagt hat, ja, er hat irgendwie ein Jobangebot in Dubai, in einem großen Hotel und so. Und dann haben wir geredet und ich habe ihm dann gezeigt, dass eigentlich das bei mir für ihn eine ganz gute Chance sein kann, weil es gibt so wenig Patissiers, die ihre eigene Handschrift haben. Alles ist immer sehr ähnlich und es ist ganz anders als in der normalen Küche. Es ist ein ganz anderer Bereich und er könnte doch da jetzt einfach versuchen, sein ganz eigenes Ding zu machen und einfach ein bisschen mutiger zu sein, zum Experimentieren und so weiter. Und hat es dann angefangen und hat wahnsinnig Spaß dran gefunden. Und ist anfangs immer so ab und zu gekommen und hat immer gesagt, ja, was denkst du? Welches Gewürz könnte ich jetzt da zu dem nehmen und ja, vielleicht mache ich doch mal ein Kürbisdessert. Und es hat sich dann immer so ganz, ganz langsam entwickelt und bis jetzt zum heutigen Tag, wo wir in einer absoluten Symbiose schaffen, wo kein Unterschied mehr ist zwischen meinen Gängen und seine, außer dass seine vielleicht noch raffinierter, noch aufwendiger sind. Und ja, und dafür hat er jetzt auch seine Belohnung gekriegt, hat seine Auszeichnung gekriegt. Und für mich ist es so schön, dass man die Leute auch kennt bei mir, dass es nicht einfach nur eine Masse ist von Leuten, die da einfach arbeiten, sondern ja, sie sollen alle auch ein Gesicht und alle einen Namen haben. Und genau, und bei jedem einzelnen Mitarbeiter ist mir einfach wichtig, dass ich ihm Respekt zeige. Und es geht mir nie um die Hierarchie, es geht mir immer um die Anerkennung vor der Leistung von jedem Einzelnen. Und es ist ganz egal, was der macht, ob das ein Lehrling im ersten Lehrjahr ist, ob das ein Abwäscher ist, ob das ein Postenchef ist. Es ist einfach so, die Leistung von jedem Einzelnen zählt. Und dafür ist es auch wichtig, finde ich, das habe ich früher auch nie so erlebt in meiner Lehre oder in meiner Laufbahn, auch einfach Danke zum Sagen für Sachen. Für Sachen, die man schätzt, die man toll findet. Man sagt Danke und es ist so schnell gemacht. Es macht einfach so viel Freude und auch zum Loben. Nicht übertrieben natürlich, aber einfach zum Loben, weil ich bin nie gelobt worden. Gut, ich habe meine Lehre im Schwarzwald gemacht und da gilt der Standpunkt, nichts gesagt, ist genug gelobt. Und ich fand es immer schrecklich und man weiß es ja auch nicht wirklich. Man weiß ja nicht wirklich, hat man es gut gemacht, könnte man es besser machen. Ja, wenn es schlecht ist, klar, kriegt man einen Anschiss und dann weiß man es, aber man kriegt nie irgendwie das Feedback für was gut ist. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste beim Schaffen, weil es gibt einfach nochmal eine Motivation, es gibt eine Sicherheit, weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn man so unsicher ist beim Schaffen, weil genau durch die Unsicherheit entsteht auch ständig Fehler und man weiß nicht, Gott ist nicht. Und deshalb finde ich, ja, so Lobe ist unglaublich wichtig. Und was ich eigentlich so am allerwichtigsten finde, wenn ich jetzt so über mein Team rede und versuche, das Team glücklich auch zu machen, dann finde ich, ist das Allerwichtigste, Aufmerksamkeit zu schenken und wirklich zuzuhören. Weil, ja, ich finde, echtes Zuhören ist sowas, ja, was ganz Wunderbares. Und heutzutage hat man irgendwie wie verlernt oder es fällt einem immer schwerer zuzuhören, weil es ist alles laut, es ist überall Lärm, es ist
Lärm, egal wo es ist, auch in einem drin irgendwie. Man hat nicht Zeit, man muss immer irgendwie, man ist immer auf der Lauer, irgendwas muss man erledigen, man muss digital alles immer beantworten und liken. Und man ist nie wirklich so in einer Phase, wo man sagt, ja, ich könnte jetzt mal doch zuhören. Weil zuhören ist natürlich ganz wunderbar, wenn man lernt beim Zuhören. Und wenn man, ich kann übrigens auch viel besser zuhören als reden. Ich muss leider jetzt heute ganz viel sagen, aber eigentlich höre ich viel lieber zu. Und ja, man lernt einfach viel mehr beim Zuhören. Man lernt unglaublich, wenn man sich darauf einlässt. Und wenn man ja nur immer selber redet, dann wiederholt man das, was man schon weiß. Und wenn man zuhört, dann hört man ganz viel Neues. Und ja, da bin ich immer so ganz fasziniert vom Zuhören. Und der ständige Lärm, den muss man einfach ab und zu abschalten. Und ja, es ist auch schön, was da dann auch für Sachen und für Geschichten entsteht, wenn man zuhört. Also für mich ist das immer sehr, sehr wertvoll. Und es ist so eine Art von, wie soll ich sagen, es ist sehr aufmerksam, es ist aber irgendwie auch schon so eine Art von Zuneigung, von Liebe, wenn man jemand einfach wirklich zuhört. Und es ist einfach auch eine andere Art der Kommunikation. Spielregeln ändern sich irgendwie ein bisschen, weil die Leute sind es auch nicht mehr richtig gewohnt. Also mir geht es selber oft so, wenn ich jemanden treffe, den ich eine Weile nicht gesehen habe, und dann wird einfach erzählt von sich selber und von sich selber und von sich selber. Und es ist so schade irgendwie. Es ist so, aber es ist auch, die Leute sind heutzutage wahnsinnig einfach auf sich selber fixiert, nehmen sich unglaublich wahr. Und das ist zum einen ja auch gut, aber zum anderen, ja, finde ich einfach, ja, Zuhören ist ganz, ganz toll. Man kann Zuhören natürlich auch lernen, das habe ich auch gemerkt. Ich war auch immer sehr so unter Stress und Hans Dampf in alle Gassen. Und dann habe ich mir das auch angewöhnt, einfach auch Zeit zu nehmen, zum Zuhören. Und man kann das lernen. Und man kann auch andere Sachen lernen. Also so, ich glaube, so ein ganz wichtiger Schritt von meiner Entwicklung war, zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Weil als ich früher, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ist jetzt schon fast 20 Jahre her, konnte ich gar keine Entscheidungen treffen. Also wirklich null. Ich dachte auch immer, das ist irgendwie so ein bisschen Krankheit oder was, weil ich konnte keine Entscheidung treffen. Und ich stand manchmal im Laden und so vor der Zahnbürste und habe geguckt und habe gedacht, ja, die gelbe oder die grüne. Und habe mir dann vorgestellt, wie sieht das nachher im Badezimmer aus? Was sieht da jetzt besser aus? Und wie ist das? Und wirklich, also immer so wahnsinnig dann abgelenkt, so von der Last, Entscheidungen zum Treffen. Und es ist einfach so, es ist ja... es ist schwierig, und als ich dann selbstständig war, dann musste ich Entscheidungen treffen. Und ich musste schwierige Entscheidungen treffen, ich musste jeden Tag treffen, ich musste schnell treffen. Und all das habe ich gelernt, und das finde ich, für mich war das so ganz, ganz wichtig. So in schwierige Entscheidungen vergleicht man ja immer, da geht es immer um Sachen wie Gefühle, Verantwortung, Gerechtigkeit, Liebe. So Sachen, die man eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen kann. Und darum fällt es einem auch so schwer, wichtige Entscheidungen zu treffen. Weil das sind Werte, die sind einfach so, ja, die kann man nicht unbedingt zusammenbringen. Und ja, je wichtiger die Entscheidung ist und desto mehr Optionen es gibt, umso größer ist natürlich dann die Qual der Wahl. Und um sich weiter zu entwickeln, muss man sich ja darauf einlassen, die Entscheidungen zu treffen. Ich habe auch immer, als ich im Stucki dann angefangen habe vor 9 Jahren, ich habe die Entscheidung einfach schnell getroffen, und mir war das klar, das muss so sein, das muss einen Schritt weitergehen. Ich habe nie über die Konsequenzen wirklich nachgedacht. Und erst als ich dann dort war, sind die Leute zu mir gekommen, so ehemalige Stammgäste. Das Stucki war ja natürlich immer, das war so, Hans Stucki war der Übervater von allen Köchen. Es war ein wahnsinnig respektvoller Ort. Es war wirklich so absolutes Restaurant, das jeder kennt. Und aber mir war das alles gar nicht so klar, wirklich, was ich da für ein Erbe antrete. Und ich habe das relativ blauäugig gemacht, und ich war dann auch froh im Nachhinein. Und ich habe es erst gemerkt, dass die Leute so gekommen sind und gesagt haben, ja, wo nimmst du denn den ganzen Mut her? Wie, du bist so mutig. Und ich dachte, ich bin doch gar nicht mutig. Und erst dann habe ich das so, dass das wirklich so eine absolute Lebensentscheidung ist. Und das ist einfach bei jeder wichtigen Entscheidung, entscheide mir unser Leben. Und das, ich finde, es ist auch wichtig, das junge Leute klar zu machen und ja, ihnen auch Spaß zum zeigen, wenn man Entscheidungen trifft. Und egal welche Entscheidung man fällt, sie macht uns einfach immer zu der Person, die wir dann sind. Und ich denke, wichtige Entscheidungen sind auch Inspirationen. Weil ja, Inspiration ist einfach auch, wenn man über was wirklich nachdenken muss. Und Inspiration ist natürlich ein Thema, ich glaube, das ist das Thema Nummer eins, das mich Menschen fragen, die Frage an mich hin, Journalisten oder was auch immer, was sind deine Inspirationen? Und
Nein, ich glaube, eine Frage ist noch vorher, wie macht man das als Frau, das alles unter einen Hut zu kriegen? Aber da reden wir heute nicht drüber, weil das würde der ganze zeitliche Rahmen sprengen. Weil ich weiß auch gar keine Antwort wirklich drauf. Und weil ich mache einfach und ich denke gar nicht drüber nach, dass ich eine Frau bin. Ich bin einfach ich und ich, ja. Und diese Inspiration, das ist einfach so dieses Thema. Die Leute möchten wissen, was genau inspiriert mich. Ist es Musik? Ist es, was ist es denn? Welche Lebensmittel? Und ja, Inspiration ist für mich natürlich viel mehr als Essen. Inspiration ist für mich, überall. Ich wirklich, ja, es geht immer darum, was Neues zu entdecken. Und ich glaube, man kann Inspiration auch wirklich in allem finden. Und Inspiration ist vor allem auch der Alltag. Wirklich so das tägliche Leben ist für mich meistens so die allergrößte Inspiration. Und ich möchte auch die Leute um mich herum möchte ihnen immer zeigen, sie sollen offen sein. Einfach offen sein für schöne Sachen, die immer da sind. Und man muss sie einfach auch nur sehen und schätzen und wahrnehmen. Und deshalb ist Inspiration braucht einfach eine Aufmerksamkeit, so eine Grundaufmerksamkeit, die man haben muss. Und ich finde gerade so Sachen wie Aufmerksamkeit, das können wir ganz, ganz toll von Kindern lernen. Also ich bin sowieso, ich bin eigentlich ein richtiger Kindskopf und ich bin so, man kann so viel lernen, weil Kinder sind natürlich sowieso das Großartigste und Wertvollste von der Welt, aber man kann von ihnen lernen, weil bei ihnen geht es einfach immer ums Spielen, ums Lachen, ums Neugierigsein. Und das ist eigentlich auch der Prozess, der bei mir in der Küche stattfindet. Es ist die Neugierde nach neuen Sachen und das dann wirklich mit Spaß und Freude umzusetzen. Und und ich glaube, es ist auch wichtig, also jetzt auch für Leute wie mich, dass sie auch Kind bleiben können, auf irgendeine Art. Einfach ihre Freude behalten und sich selber nicht ernst zu nehmen und nicht allzu ernst nehmen und auch über sich selber lachen zu können. Ich glaube, das ist was, ja, was man von Kindern wahnsinnig gut lernen kann. Und und auch da ist wieder einfach der Spaß zum Hauen mit dem Team, ja, lachen, Blödsinn zu machen, natürlich nicht während der Servicezeit, da ist es ruhig und konzentriert, aber wenn wir unsere Vorbereitungen machen, dann ist laute Musik und es ist wirklich immer ein Gelache und ein Gegröle und auch irgendwelcher Schabernack und das ist einfach Sache, die macht Spaß und das kreiert die Atmosphäre und ich habe mal einen Satz gelesen, der heißt People who play together stay together und das ist irgendwie auch so, das ist so das Gefühl, ja, man hat es einfach auch schön zusammen. Und es ist einfach unglaublich wichtig, sich in alle kreativen Berufe immer weiter zu entwickeln. Und dafür braucht man natürlich die Lust auf Neues und es zu wagen, einen nächsten Schritt zu gehen ohne Furcht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und es sind so, ich finde, für mich braucht es immer so zwei Sachen, um Neues zu kreieren. Es braucht irgendwie, es braucht Kreativität natürlich und es braucht ganz viel Erfahrung und es braucht aber auch so ein bisschen Übermut. Also es sind so wirklich die Sachen, die sich dann da auch verbindet. Und bei mir ist das jetzt schön, ich finde es wahnsinnig toll, dass ich 47 bin, dass ich wirklich so viel Erfahrung habe. Ich bin immer noch irgendwie nie erwachsen, weil ich bin ein Kind, aber ich habe so viel schon lernen dürfen und sehen dürfen, dass ich das jetzt so schön zusammen irgendwie kombinieren kann. Und es ist wirklich toll, älter zu werden. Ich finde, das ist für mich so eine Erfahrung, wo ich früher immer dachte, oh Gott, ich weiß nicht ganz genau, wie ich... Auch als ich nur irgendwie 30 war oder so und ich vergesse nie, wie in meinem früheren Restaurant hat mal eine Dame ihren Geburtstag, ihren 40. Geburtstag gefeiert, in einer ganz großen Runde und ich habe dann gedacht, oh Gott, die Arme und was da gibt es doch nichts zum Feiern und die Frau hat mir wahnsinnig leid da irgendwie und es ist so schön, sich so selber immer zu beobachten, wie man in verschiedenen Stadien einfach auch ganz, ganz anders denkt. Und ja, und ich denke auch selber sehr, sehr gerne an meine Kindheit, weil es war alles so bunt, es war alles so ruhig und poetisch und alles hat so einen ganz bestimmten Geruch und so einen ganz bestimmten Geschmack gehabt. Und das habe ich immer so ganz fest, wenn ich das so mir in Erinnerung rufe, dann, wenn ich zum Beispiel an meine Großmutter denke, dann habe ich immer so den Duft von frischem Apfelmus mit ganz, ganz viel Zimt in der Nase und buttrige Pfannkuchen. Und so habe ich einfach immer so... ich habe schon als Kind das wirklich so ganz, ganz schnell gemerkt, dass Essen für mich eine ganz besondere Bedeutung hat und dass das auch ein Ausdruck von ganz vielem sein kann. Also ich wusste schon als Kind, dass ich Koch werden wollte, aber ich habe dann mein Abitur gemacht und alle Leute haben gesagt, nein, mach das nicht und nein, du bist eine Frau und du bist viel zu klein und die schweren Töpfe und du musst am Wochenende arbeiten und abends arbeiten und so weiter. Und ich habe das dann auch nicht gemacht
Ich habe angefangen, Chemie zu studieren, habe das 2 Semester gemacht, was auch sehr spannend war, aber einfach auch viel zu theoretisch. Ich habe gemerkt, ich möchte was mit meinen Händen machen, mit meinem Herz und nicht nur mit dem Kopf. Und bin dann nach Amerika als Au-pair, da war ich schon 23 inzwischen, und habe dort gekocht jeden Tag für die Kinder, für die Familie, und habe gemerkt, dass es das ist, was ich einfach jeden Tag machen will. Und habe seither wirklich einfach Freude daran, dass ich meine Leidenschaft gefunden habe. Und da bin ich auch so glücklich, dass ich wirklich so meinen Beruf, meine Berufung habe. Und das ist für mich auch immer so der einzige Rat, den ich auch jungen Leuten gebe. Wenn sie sollen einfach was suchen oder das rausfinden oder spüren, was sie glücklich macht, was sie gern machen. Und dann können sie es auch gut machen. Ich glaube, alles, was man richtig gern macht, kann man auch extrem gut machen. Und ja, und Essen ist für mich bis heute wahnsinniges Thema, immer. Also ich war auch früher auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium. Ich habe immer alles auch hinterleuchten wollen und kann auch ganz sicher sagen, dass alles, was ich gelernt habe vor 25 Jahren, heute keinen Bestand mehr hat. Also was dort als gesund galt und was dort als wirklich überhaupt die Ernährungstheorie gelten hat, das ist heute alles nicht mehr wahr. Und deshalb habe ich heute natürlich auch schon ein bisschen Bedenken so mit der ganzen Entwicklung rund ums Essen. Also es macht mir so ein bisschen Angst, wie Essen so auch zu einer neuen, irgendwie total verkrampften Religion wird. Es wird auch zu einem neuen Statussymbol Essen. Und Leute sind verunsichert, die wissen nicht mehr, was sollen sie essen, welche Diät sollen sie machen, welcher Gruppe Ernährungspädagoge sollen sie folgen. Und das ist so, es verliert alles so seine Natürlichkeit, es wird alles unglaublich verkrampft. Und dabei ist ja das Allerwichtigste beim Essen ist ja der Genuss. Und das vergessen alle. Das ist so, man wiegt Sachen ab, man hält sich genau an Regeln, aber genau das Genießen ist ja das, was einen glücklich macht und was einen auch wirklich gesund macht. Also es gibt auch Studien, die sagen, dass wenn man wirklich genießen kann, auch auf alle Ebenen, dass das auch einen im Kopf unglaublich fit hält, dass Leute viel weniger Alzheimer haben, die ihre Leben lang einfach genossen haben. Und natürlich in Maße, das ist klar, es geht nicht um irgendwelche Unvernunft, aber Genuss ist wirklich schon einfach das Beste. Und Essen ist so, das sollte eigentlich so das Gegenteil von Skepsis sein, finde ich. Das sollte so einfach so befreit sein und einfach mit Genuss und allen Sinnen. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich mit meinem Essen im Restaurant ganz viele Menschen fürs Kochen und fürs Genießen begeistern darf. Und weil Kochen ist für mich einfach, hat man sicher schon gehört, das ist für mich eine Liebesgeschichte. Das ist für mich wirklich der Inhalt von meinem ganzen Leben. Und ich mag das auch, wenn ich Leute so auch überraschen kann. Also wenn man Sachen auch serviert, ich möchte nicht um jeden Preis originell sein, aber es ist so schön, wenn man, wenn die Leute alles, was sie bisher geschmeckt haben und kannt haben, dann die Sachen nicht so richtig fassen können. Und dann werden sie neugierig und aus der Neugier entsteht dann so eine tolle Energie, so ein überrascht sein. Und das mag ich wirklich wahnsinnig gern. Und mein Restaurant ist mein magischer Ort, ist der Ort, an dem ich mich verwirklichen kann. Meine Philosophie und mein Stil zum Kochen hat sich einfach über Jahre entwickelt und auch die Frage nach einem Pionier für mich ist dann auch immer sehr schwierig, weil ich war auch nie bei einem großen Sternekoch. Ich habe zwar in gute Häuser geschafft, aber ich habe nie ein großes Vorbild auch gehabt und das war für mich aber sehr gut, weil ich konnte so meinen ganz eigenen Stil immer ganz ohne Zwänge und ganz unbekümmert eigentlich erfinden und für mich so kreieren. Und ich bin einfach immer meiner Nase gefolgt und meinem Bauch und meinem Herz. Und jetzt bin ich glücklich, dass ich jeden Tag meine Gäste und Mitarbeiter, dass ich mit denen teilen kann, was ich liebe. Und ich freue mich sehr, dass ich heute so ganz viel mit Ihnen teilen durfte. Und vielen Dank fürs Zuhören und ganz einen fantastischen Tag. Thank you.